damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Rejuvenation. Jetzt noch hier auf dem Schiff von Team Zen. Ich will jetzt die Leiter gehen und hier mal speichern. Okay, hier kann man nichts machen. Den kann man jetzt hier helfen. Dann sollten wir das mal machen. Mal schauen, welche Erinnerungen wir noch haben. Das ist die Anzahl. Du denn her? Ich kenne dich. Ich hätte nicht gedacht, dass du mir hinfolgst. Ja, bitte kümmere dich dann um den für mich. Ja, ich mag es nicht, so angegriffen zu werden, aber ich werde auch nicht zurückziehen. Das muss er dann jeden zwei Sonnen damit finden. Also man regelmäßig damit haste dann. Wenn unsere Statuswerte reduzieren, das gibt ja auch mir auch die Genauigkeit zurück. Slash hat ja so keine 100%ige Genauigkeit, aber er trifft damit jetzt immer noch, während ich dann mit weniger Genauigkeit Reduzierung, wenn er ihn getroffen hatte. Vorteil ist hier noch, dass ich das hier machen kann. Das war ja praktisch.
hat er bestimmt dann zu sturdy durchgehalten. Das hat er nur in den Falle. Es war kein fairer Kampf. Ja. Diese Teams, diese Xen-Grüppel waren einfach zu besiegen. Ich hatte eine großartige Show erwartet, aber was ich bekommen hatte, war nichts Besonderes. Wie dem auch sei, ich will dir gern für deine Hilfe danken. Mein Name. Nein, das ist nicht wichtig. Ich wurde ja von meinem Freund hergerufen. Ein Freund, der aufgewachsen ist und eine Tragödie durch Team Xen erlitten hatte. Deshalb habe ich da zurückgeschlagen. Also, damit konnte ich halt nicht nur einschätzen, wie stark sie sind. Es wird auch sich. Auch kathartisch an. Ein persönlicher Quatsch. Es ist persönlich. Ja, das kann man so nennen. Es ist persönlich. Sie hat Zerstörung zu meiner Heimat gebracht für eine Weile. Jeden Tag denke ich darüber nach, meine Leute zu rächen. Das treibt mich an. Aber verstehe mich nicht falsch. Ich bin nicht mit blindem Hass erfüllt. Gerechtigkeit kommt nicht zu denjenigen, die warten, sondern denjenigen, die entsprechend handeln. Ja, wenn ich dann ungestüm handle, werde ich dann nur getötet. Das bringt niemand etwas. Mein Name ist Wyland. Ich bin ein längst vergessener Prinz des Sandes. Ich werde nicht vergessen, wer du bist. Bevor ich gehe, möchte ich dir etwas geben. Ach, danke. Ich werde meinen Kampf fortsetzen, bis eine Seite fällt. Ich wünsche dir Erfolg. Auf Wiedersehen. Eine geheime Szene. Ja, natürlich schauen wir uns die an. Als ich dann das gesehen hatte, dachte ich das. Als ich dann die Leiter gesehen habe, dachte ich eigentlich, dass ich einen Bosskampf hatte, aber so habe ich kein Problem, dass das so ist. April. Ist es ein Student, jetzt so genannt zu werden? Fürs erste Jahr. Nun gut. Weiland, danke, dass du gekommen bist. Warum machst du denn nichts? Wenn es jemand da aufhalten kann, dann du. Ich bin nur eine Person. Es spielt keine Rolle, wie stark jemand ist. Man kann halt alleine keine Armee von dieser Größe aufhalten. Du weichst nur aus. Du hast keine Zuversicht. Du könntest es, du hast nur Angst. Ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, du hast Probleme. So habe ich das auch. Also ich habe auch Probleme. Aber um das zu werden, was mein Schicksal ist, muss ich daran arbeiten. Zum Beispiel ein Prinz zu werden. Und ein Prinz ist jemand, der fehlerfrei ist? So etwas wie fehlerfrei gibt's nicht. Auch ein König ist nur ein Mensch. Aber ein König muss bereit sein, perfekte und perfekte Entscheidungen zu treffen. Welche, die vielleicht schlechte Folgen, also vielleicht schlecht sind, aber dann
ein gutes Endergebnis haben. Trägst du deshalb diesen Mantel? Wenn du mich fragst, steht er dir nicht. Das muss es auch nicht. Muss nur seinen Zweck erfüllen. Und ihr Wille wird ein Endtool zum Zen bringen. Irgendwann. Der Krieg, der angeht, ist ein Wunsch. Ja. Stepping Stone. Ja, egal wie es hier ausgeht, Team Zen wird nicht zerstört. Das bedeutet nur, dass sich die Figuren bewegt haben und das Spiel weitergeht. Wirst du dann dementsprechend spielen? Oder wirst du dann dafür zulassen, dass du in Schach gesetzt wird? Das kann ich nicht zulassen. Ich werde es nicht zulassen. Für die Leute von Almasa. Das ist notwendig. Also kämpfst du immer noch für Terra Juma. Ja. Ich werde für die Insel da sein. Niemand war damals für uns da. Ich lasse nicht zu, dass die Leute von Terra Juma dasselbe Schicksal leiden. Auch schön. Oder ein bisschen mit Charakter gelernt. Zahlen, da möchte ich aber auch kurz weicher machen. Vorsichtig, Elvis, hier sind unglaublich starke Rüpler auf dem Schiff. Sie greifen dich an, wenn wir an Bord gehen, weil uns, glaube ich, weil sie wollen, dass wir. Es gibt keine Schande daran, hier weiter das hier erst später zu machen. Thank you.
Jetzt würde ich mich auch schon interessieren, was dann. Okay, das war damit gemeint. Die sind komplett überlevelt. Nur dass man jetzt auf dem Summa-Menestra das nicht besiegen kann. Schon mal gut zu wissen. Statuen kann ich jetzt natürlich. Aber du hast mich übertrieben, wenn du sagtest, dass du einen Gott hältst. Alles wird nun alt. Geh zur Seite, Neft. Hölle ist hier und der Krieg geht weiter. Und trotzdem seid ihr immer noch da. Ihr habt es nach Valamonten geschafft. Das ist etwas der Stärke erfordert. Und zwar in solchen Mengen, die ich nicht wusste, dass ihr die habt. Egal welchen Weg er geht, der Konflikt ist unausweichlich. Es gibt immer etwas, das so einen Weg blockiert. Genauso wie du es jetzt tust. Und für was? Seine Tochter ist immer für ihr gewesen. Habt es nur hingeschafft. Was wollt ihr als nächstes machen? Als Terra Truma nun langsam auseinanderfällt, was werdet ihr nun tun? Dann was? Was werdet ihr denn machen, wenn ihr umsteht und Setan Gera konfrontiert? Wir gewinnen und retten dann. Nimm. Wie? Wie willst du sie retten? Das wird nicht nach Plan laufen. Nichts geht je nach Plan. Deshalb gehe ich auch nicht nur danach. Ich habe gar nichts anderes von einem Mädchen erwartet, das sich nicht interessiert. Hey! Wir nehmen die Kraft, die wir haben, und nutzen es, um einen Unterschied zu machen. Das ist der Grund, weshalb wir hier sind. Dinge gehen nicht vielleicht immer hundertprozentig richtig. Wir können auch manchmal falsch gehen. Alles, wenn trotzdem hier stehen, gegen alles, was hier aufbringt, dann um das zu beschützen, was wir lieben. Gut. Dann möchte ich noch einmal testen. Da hatte ich da einen unglücklichen Anfang, dann ist glaube ich besser, wenn ich jetzt kurz mein Pokémon ändere. Also das Pokémon ändere, mit dem ich anfange. Ich hätte jetzt nicht mit dem Empoleon gerechnet.
Ich kann jetzt nicht schneller machen, weil ich jetzt noch Fragen beantworten muss. Er kennt das aber schon, deshalb werde ich es nicht normal vorlesen. Das ist aber nicht mehr das Juwel. Warum machst du das jetzt genauso viel Schaden wie mit dem Juwel? Selbst ich hatte nicht gedacht, dass es jetzt so viel Schaden macht. Weil Bullet, also Kugelsaat, macht ja sehr wenig Schaden. Natürlich kommt das jetzt mit dem Plus 3 Angriff ordentlich rein. Ehrlich gesagt, dass es überleben würde. Aber jetzt, wo ich nämlich schon mal das Plus 3 habe, möchte ich das jetzt nicht einfach so weggeben. Und das hat offenbar ausgereicht.
so stark. Kinder, seid so stark geworden. Ich bin überrascht, wirklich. Schon wieder besiegt zu werden. Vielleicht habt ihr drei Jahre eine Chance. Es gibt immer eine Chance, egal was. Wir nehmen nur die Möglichkeiten hier. Gut dann, nehmt eure Möglichkeiten. Danke, Neff. Wir haben es geschafft. Die Tür zu Waller Mountain ist offen. Das ist besser als ich erwartet hatte. Jetzt die Statue haben. Es gibt nicht nur etwas, was ich vorher machen möchte, bevor wir weitermachen. Das ist nochmal Valormann. Nicht Valormanten, sondern der anderen Berg besuchen. In der Amethysthöhle. Das noch der fehlende Monitor, den wir noch einschalten müssen. Arvis, mein Freund, ich hatte nicht erwartet, dass du hier bist. Was bringt dich zur Amethysthöhle? Ich suche danach etwas, das hier versteckt wurde, bei einer einzigen Zivilisation. Du hast vermutlich schon von ihm gehört, dem Garufa. Wir sind das beliebteste Subjekt hier in Alvium. Sind so mysteriös. Wie auch sei, ich glaube, ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Aber unglücklicherweise kann ich da nicht hin. Hier unten am Fluss liegt eine große Dor. Das kannst du von hier aus sehen. Ja, es sieht irgendwas aus, als könnte man irgendwas reinbringen, aber ich habe das nicht. Ich schaue hier noch mehr nach. Wenn du interessiert daran bist, mir zu helfen, solltest du mir folgen. Sollten wir auch alle Panels haben? Mal schauen, was wir hier dann öffnen können.
seid ihr bestimmt auch gespannt darauf, oder? Dass wir das hier fortsetzen können. Es sieht aus, als funktioniert. Und das Grab sollte hier in der Nähe sein, danke. Feris? Wesen aus reinem Feuer und spektraler Energie. Niemand weiß, warum dieser Rift entstanden ist. Nicht einmal Seta. Yasholt hat halt große Reue dafür, seinen Trainer nicht beschützen zu können. Hat auch mehrere mögliche Thumbnails, die ich nehmen kann. Da muss ich mal schauen, was. Für was ich mich da entscheide.
gab meine Mutter aber. Alles ist so anders und ausgegraben. Ich hoffe, dass der Grab nicht zerstört wurde. Okay. Elvis, komm mal hier für eine Sekunde. Noch eines dieser Dinger. Aber das ist ja Produktionslinie. Sonst eine Eingabe für jemanden ist. Hier ist der grüne Button. Ja. Vitale Komponente 1 missing. Mal, das ist nicht bei Madame X. Ja, die Rüstung erinnert an Madame X, aber es hat keinen Tötungsinstinkt, also Tötungsabsicht. Das war ein Ruheort. Ein Dimensionsrift, aber warum hier? Vielleicht hat so etwas nicht berichtet. Verliert euch in meiner Sicht. Sicher gehen, dass ich mich dann nicht aus den Softlock oder so, dass ich dann nicht rüber kann, nicht mein Team ändern kann, wenn ich auf einen Kampf stoße. Elvis, mein süßer Junge, wo warst du? Deine Mutter ist hier erwartet für dich. Aber es ist okay, so sind wir zusammen. Bitte sei mit mir. Warum fühle ich so? Es fühlt sich so warm an. Ist das irgendetwas davon real? Ich vermisse dich, ja, ich weiß, dass es nicht real ist. Ist irgendetwas von den real? Ich weiß, warum ich hier bin. Wir beide wissen, dass es real ist. Dass du dich konntest nicht von der Trauer fortbewegen. Ja. Du kannst ja nicht gehen, bis du meinen Tod überwunden hast.
zum Spezialangriff auf Ost. Langsamer sein. Das hier greift die Füße schon. Hier zeigt sich wieder, wie gut Magier ist. Da konnten wir direkt Leftovers stehlen. Damit hätten wir auch gewonnen. Ich bin so stolz auf dich, mein Kind. Eves, du hast so gut getan, mein Sohn. Trotz deines Schwertes hast du hart gekämpft. Aber nun, da ich weiß, dass du dann fähig bist, dein Leben ohne mich zu leben, kann ich im Frieden ruhen. Aber ich habe noch eine letzte Bitte. Diese Welt wurde durch den Schmerz und das Leiden eines Geliebten erschaffen. Kannst du diesen Schmerz lindern?
Ja, genauso wie du meinen Schmerz gelindert hast, musst du auch deren lindern. Was Bullshit. Erstmal mein Team umändern müssen. Ziemlich lange geworden. Und ja, mach ich das dann. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Part wieder. Dann habe ich noch einen schönen Tag. Man sieht sich.